Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau im Grill und heute gibt's was für alle Helden der Straße. Ich habe einen Trucker-Topf kreiert. Ja, und ich werde jetzt losfahren und einkaufen und dann treffen wir uns am Grillplatz. Viel Spaß bei diesem Video. Kameramann, schaue ich überhaupt aus wie ein Trucker? Naja, so, mit der Mütze. Und also ich glaube, eine harte Truckerin wird sich keine Mütze unter ihren... Okay, ja, aber ich bin ja noch angeschlagen. So, ja. Auf jeden Fall mache ich diesen Trucker-Topf für einen lieben Abonnenten, und zwar den Trucker Benno, der ist schon jahrelang dabei und stellvertretend eben dann für alle Trucker, für alle Helden der Straßen, für alle Frauen und Männer, die uns mit Ware versorgen, mit Medikamente, mit Lebensmitteln, mit Weihnachtsgeschenken, dass das alles zuverlässig geliefert wird. Und für die, denen ist dieser Trucker-Topf gewidmet. Ja, ich hätte jetzt auch einen Lehrertopf oder einen Polizistentopf machen können, aber da würden mir jetzt spontan gar keine Zutaten einfallen. Und beim Trucker, bei dem Thema Trucker-Topf, da ist mir was eingefallen, und die schauen wir uns jetzt an. Sie sind bei Wind und Wetter unterwegs und brauchen meiner Meinung nach kräftige Zutaten, und die schauen wir uns jetzt an. Wir haben geräucherten Speck, wir haben hier Schweinehals und Wurst, Cabanossi. Ihr könnt auch jede andere Wurst verwenden. Das sind jetzt so die gehaltvolleren Zutaten. Und dann brauchen wir natürlich noch was Gesundes. Wir haben Gemüse, wir haben Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Bohnen. Jalapenos, bisschen Schärfe, ja, damit sie uns am Steuer nicht gleich einschlafen. Dann haben wir Kartoffeln, geben auch Kraft. Wir haben Baked Beans und dann noch so Beiwerk wie Tomatenmark, Paprikapulver, Barbecue-Soße. Wir haben Apfelsaft, Gemüsebrühe oder Fleischbrühe und ein bisschen Öl zum Anbraten. Oh Mann, der Nachbar. Ja, Handwerkertopf. Wir braten das Schweinefleisch, den Hals im heißen Sonnenblumenöl an. Verpassen immer gute Röstung. Ach, auf den Hotdog ist Verlass. Wenn ihr euch für das Produkt interessiert, findet ihr alle Infos unterhalb des Videos in der Infobox. So, kann man schön wenden. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen ja auch jetzt nicht die Zutaten mitschreiben oder Nein. Die Zubereitung. Ein Link, den ich euch in die Infobox setze, der führt euch zum Rezept mit Mengenkalkulator, wenn ihr was für eine größere Trucker- und Truckerinnenmannschaft zubereiten wollt. So, für ein bisschen Röstaromen ist gesorgt. Das Fleisch einfach kurz und knackig anbraten und dann rausnehmen. Und dann den Backofen sauber machen, oder? Auf gar keinen Fall. Mit Spülmittel. Oh, da hatten wir am Dienstag das fette Video zur großen Dutch-Oven-Lüge. Ja, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt vorbeischauen. Ich blende es euch rechts oben ein. So, mit sowas darf man eigentlich auch nicht rangehen, gell? Das, aber wenn man es zart macht, geht das schon. Wir schaffen Platz für den Speck. Ihr könnt auch mit Speck anfangen, wenn das lieber ist, wenn er recht fett ist. Könnt ihr den auch noch auslassen, weil der ist jetzt nicht so fett. Ja, voll. Ich kenne fettere Specke. Ja, ich kenne auch fettere. Es ist an der Zeit, die Zwiebeln dazu zu geben. Ebenfalls ein bisschen anrösten. Das ist einfach unbeschreiblich, wie gut sowas duftet. Das sage ich oft, aber ich muss immer wieder. Sagst du immer? Ja. Wenn man Zwiebeln anbrät oder mit Speck irgendwas macht, da ist kocht. Hey. Da meinst du, wenn du das wahrnimmst, was wird denn da zubereitet? Hey? Du könntest einfach bloß einmal ein Video machen, in dem du Speck, Zwiebel anbrätst, Barbecue-Soße drüber und dann, das war's. Und das war's auch. Speck-Zwiebelpfanne. Oh, da kriegst du Ärger mit deinen Abonnenten. Weiß ich gar nicht.
die das ist zu billig. Nein, ich glaube, die Zuschauer wissen schon, dass das Einfache gerade das Gute ist. So, ich rühre dann mal kurz den Knoblauch unter. Verpasse ihm aber nicht zu viele Röstaromen, damit er nicht bitter wird. Und gebe gleich mein Fleisch wieder hinein. So. Lassen wir mal den Fleischsaft ein bisschen verdampfen. Oh, das ist mein Dankeschön an euch, Trucker. Trucker und Truckerinnen. Alle anderen dürfen es natürlich auch mal probieren, gell? So wie ich zum Beispiel. Ja, so wie du zum Beispiel. Hey, du könntest da mal einen Kameramann-Topf machen. Oh, Kameramann-Topf. Vielleicht haben die Zuschauer Ideen, was in einen Kameramann-Topf reinkommt. Und wenn es cool ist, könntest du den nachmachen. Okay, bitte, liebe Zuschauer, schreibt mir Inspirationen für einen Kameramann-Topf und das Video in die Kommentare. Mein Gott, Kameramann. Oh Gott. Das rührt mich gleich zu Tränen. Du machst ja auch fürs Kamera halten. Meinst du, dass da auch so kräftige Zutaten reinkommen? Da kommt Kasserschmarrn rein wie Paprika und Bohnen und Kartoffeln. Bloß Fleisch, oder? Ja. Na, mal schauen, was die Zuschauer dazu meinen. So, im nächsten Schritt rühre ich ein bisschen Tomatenmark unter. Gut durchrühren, damit es sich schön verteilt. Das darf auch angeröstet werden oder sollte sogar für einen guten Geschmack. Und ebenso Paprikapulver, Rosenscharf. Das darf auch ein bisschen Röstung abbekommen. Ne? Ganz leicht. Ne? Wir kommen zum letzten Schritt, bevor wir das Ganze köcheln lassen. Ich gebe die Kartoffeln dazu, die sind roh. Die dürfen jetzt auch noch die Aromen da schön aufnehmen. So, gefolgt von der Wurst. Ich habe mich für Cabanossi entschieden. Gibt natürlich auch jede andere Wurst. Kameramann, ein paar Wurstvorschläge. Mir Wurst. Okay, alles klar. Dann ist es einfach Wurst. Ja? Gut, ja, und dann folgt schon Barbecue-Soße. Apfelsaft. Das darf jetzt gerne ein bisschen karamellisieren. Baked Beans mit ihrer Flüssigkeit. Also aus der Dose. Gell? Und jetzt rühren wir mal kurz durch. Boah. Geil. Übel. Total übelst. Ja. Haben wir denn noch mehr Trucker unter den Zuschauern? Schreibt mir das gerne mal rein. Und wenn ja, was haltet ihr von diesem Topfgericht? So, und jetzt gieße ich noch ein bisschen mit der Gemüsebrühe auf. Und wie lange muss das jetzt köcheln? 40 Minuten, bis die Kartoffeln weich sind. Ah, okay. Gott? Genau. Ungefähr. Und dann kommt das hier noch rein zum Schluss erst, weil ich die Paprika knackig mag. Genau, 30, 40 Minuten ungefähr und dann so 10 Minuten vor Garzeitende für dich Paprika und Bohnen dazugeben, damit es nicht zerfällt. Ja. Die Jalapenos oder Peperoni gebe ich jetzt schon rein. Die können das vertragen. Gell? Die lasse ich. Nee. Noch nicht? Nee, du magst es nicht, wenn es so zusammen... Wir haben doch ausgemacht, das war der erste Plan, aber der zweite Plan war, dass mit denen hernach garniert wird. Ah, genau. Und warum? Weil es nicht jeder so scharf mag. Gell? Genau. Ah ja, genau. Das wollen wir natürlich nicht. Danke, Kameramann, genau so war der Plan. Nein, wenn ich nicht da wäre. Ja, und es ist auch ein guter Plan, finde ich. Weil nicht jeder mag so scharf. Gell? Und das kann sich dann jeder selber aussuchen. Wie man Jalapenos übrigens selber einlegen kann, zeigen wir in einem Rezept. Sind das meine eingelegten Jalapenos? Hallo?
die nimmst du für ein Gericht her, wo du noch gar nicht weißt, ob es was wird. Das hast du doch gestern erst konzipiert. Ja, das wird. Wenn das nichts wird, jetzt warte mal. Ich habe bloß noch neun Gläser im Keller unten. Ja, du musst neu machen. Ja. Aber was soll daran nicht gelingen und nicht schmecken? 30 Minuten sind vergangen und es duftet verboten gut. Kameramann, der schmeckt. Wenn der so schmeckt, wie der riecht und wie der ausschaut, schau mal da rein. Lass mal die Zuschauer reinschauen. Und jetzt kommt noch mehr Buntes dazu in Form von Paprika und grünen Bohnen. Die grünen Bohnen sind vorgegart, die sind eingefroren. Die gebe ich jetzt erst dazu. Das habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht erklärt, damit das nicht so zusammenköchelt alles und nicht so, ja, ungut ausschaut, sage ich mal. Ja. So, jetzt versenkt man die noch und lassen sie noch 10 Minuten mitköcheln. Ja, und dann werde ich mich da mal überzeugen. Ja. So, es ist an der Zeit, den Trucker-Topf zu probieren, euch mitzuteilen, wie er schmeckt. So, der Kameramann hat Befürchtungen, dass das nicht schmeckt. Also, das ist ja ein Witz. Ha? Konsistenz ist super, gefällt mir sehr gut. Beilagen, auf geht's. Pommes, Frage. Kroketten. Beilage beim One-Pot. Beim One-Pot, ja, kann man trotzdem. Ja. Warum nicht? Ah, kann man schon. Wir haben doch auch zur spanischen Tortilla gelernt, dass die Spanier zum Beispiel sich Sandwiches machen mit der Kartoffelmasse sozusagen. Geht doch alles. Ja, ja. Oder, ja, liebe Zuschauer, was meint ihr? Also schaut euch mal das an. Schnappe ich mir gleich ein Fleisch, ja, da braucht man gar kein Messer. Und Jalapenos kann man noch dazu, aber das ist für meinen Hals nach meiner Erkältung jetzt nicht so das Wahre. Ja, so schlecht. Ich weiß nicht, ob dein Cowboy-Hut jetzt hat. Dein Trucker-Hut, vergessen. Drinliegen, oder? Ja. Mein Gott, schlingt die rein. Jetzt schmeckt er gleich noch besser. Also verboten gut. Der, liebe Zuschauer, kommt unter die Top 3 der besten Topfgerichte, die ich hier jemals rausgehauen habe. Okay, das sagst du jetzt bloß, damit du mich besänftigst, damit ich nicht sauer wäre wegen den Jalapenos. Wegen den Jalapenos, die tun wir ja eh drauf zum Schluss. Und da hast du was davon, von denen die habe ich ja jetzt da nicht mit reingekauft. Und außerdem, meinst du, ich sage den Zuschauern, dass das schmeckt und das schmeckt dann nicht? Ja, sag mal, wo kommen wir denn dahin? Wenn ihr sagt, das schmeckt, dann schmeckt's. Wenn die das nachmachen, geht gar nicht. Da kriegst du Ärger, wenn du denen einen Schmarrn erzählst. Na ja, gut, dann probiere ich ihn jetzt auch einmal. Könntest du ein Fazit ziehen, weil ich habe langsam Hunger? Warte. Einfach der Wahnsinn. Dieses Fleisch ist butterzart, dann das knackige Gemüse dazu. Wir haben die Bohnen dabei, die haben so was Sämiges. Das schmeckt insgesamt einfach total harmonisch und ich kann es mir auch für Kinder vorstellen. Es ist nicht zu scharf. Schöne Würze, je nach Barbecue-Soße, die man dann verwendet. Da könnt ihr natürlich auf eure Lieblings-Barbecue-Soße zurückgreifen und da ist ja auch ein bisschen Säure dabei, ja, süße Säure. Dann kommt noch der Apfelsaft dazu, macht das Ganze fruchtig, aber wirklich nicht zu süß. Insgesamt sehr harmonisch und ja, empfehlenswert, diesen Topf nachzumachen. Unbedingt nachmachen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr euch geschmeckt habt oder wie ihr euch Abwandlungen vorstellen könnt. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Blend euch noch was zum Abonnieren, eine Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder am Start bin. Kameramann, müsst ihr auch noch irgendwas sagen? Gute Fahrt an die Truckerinnen und Trucker da draußen. Danke. Logo. Danke. Gute Fahrt und danke für eure tägliche Arbeit, für euren Job, damit wir unsere Waren bekommen. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja, macht's gut.